Podcast. Yo, was geht, meine lieben Pokes? Es ist zum Poke Bros und herzlich willkommen zum siebten Spiel. Tag darf ich ja nicht sagen, siebten Spiel. Gegen den Ultra Nico 999 und sein Team Jack of All Trades. Er ist momentan letzter. Aber er hat einen richtig geilen Kader. Also richtig geil. Ich würde den so übernehmen, wenn er sagen würde, ey, wollen wir Kader tauschen? Ja. Ja, ja. Und ich zeige euch jetzt, warum. Seht ihr hier. Bam. S-Tier. Mega Visaflop und Katapultra. Geile Mons. Geil, 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 geil. Kramor. Ja, okay. Primarene. Wolverock Zwielichtform. Auch absolut legit. Absolut geil. Fuegro mit der Terra Wasser. Auch richtig geil. Dann Zuelord. Gut, Zuelord würde ich jetzt nicht unbedingt nehmen, aber. Porygon Z. Dann Psyana mit der Terra Fee. Quartermark, Voltula und zu guter Letzt Frigometri. Ja, wie gesagt, geiles Team. Jack of all trades. Also S-Tier. Und Art hier auch geil. Kramor hätte ich vielleicht nicht genommen, wie gesagt, aber sonst legit geile Mons definitiv. Gerade Katapultra, das ist ab und zu richtig crazy. Nichtsdestotrotz gehen wir jetzt eben rüber über mein Team. Und ja, ich poste, muss eben das Match noch posten. Oder auch nicht. Hat er schon. Fangen wir oben an. Zweistellige Haftstrafen. Kobalion mit der Soul West. Close Combat, Switch, Volt Switch, Zen Headbutt, Iron Head. Kleiner Fun Fact, falls ihr es gerade mitgekriegt habt. Ich wollte das Game schon posten. Ich mache jetzt die Unmod im Nachhinein, weil ich unter Zeitdruck stand. Ist ja auch voll verständlich. Speed Creep von Cobalion auf. Auf ein. Speed auf Specs Porygon Z gleich 307. 306 ist ein Porygon Z auf Timid. Also 306 ist sein Max Speed ohne Scarf. Und ja. Dann der Lead. Kreide, Raikou mit den Adrenalin-Orb, weil ich habe seine Matches angesehen, der ist durch und durch mit Fuegro geleadet. Inner Focus, ihr kriegt nichts Minus, ich werde nicht geflincht. Thunderbolt, Core Mine, Extra Sensory und Shadow Ball. Speed Creep bei plus 1 bin ich schneller als ein gescarftes Porygon Z. Warum Porygon Z? Immer Porygon Z, Porygon Z, weil das sehr gefährlich ist. Mit einem Scarf ist das absolut crazy. Download for free plus 1 meiste Zeit. Revenge Killer und. Dann Arkham Asylum, Goldengo mit den Specs. Dieses Mal mit den Specs Modest. Speed Creep habe ich tatsächlich 241. Das heißt, ich bin schneller als ein Full Invested Primarine, als ein Incineroar, als ein wahrscheinlich balkiges Mega Bisaflor. Kramor ist langsamer, weil wird ja auch immer nicht voll investiert sein. Und ja, das war's eigentlich. Ja. Ja, Make It Rain, Shadow Ball, Trick. Thunderbolt, Trick gegebenenfalls, falls er doch vielleicht ein defensives Dingens reinbringt. Ein defensives Kramor oder Primarene. Aber er wird safe niemals mit Primarene in Goldengo wechseln. Ja, dumm, aber ist egal. Dann wieder lila Hydreigon, Leftovers, U-Turn, Dragon Breeze. Bruce, Toxic, warum? Bring Breeze. Einfach um zu
paralysieren für... für wen war das vorgesehen? Hydreigon einfach nur als Sicherheit nochmal für Katapultra. An sich war das nur Toxic Support quasi. Full defensiv kann ich in alles reinschmeißen. Natürlich ein Close Combat oder ein Feen-Move ist natürlich der Tod. Selbstverständlich. U-Turn einfach Switch Advantage. Roost haben statt brauchen. Und ja. Dann Rillaboom mit der Cobra Berry, also Anti-Flugbeere. Warum Anti-Flugbeere? Das. Ja, das weiß ich auch nicht. Balki offensiv an sich tatsächlich nur für Primarine gedacht. Hätte ich, ja, ich weiß ja, wie es ausgeht. Auf jeden Fall Grassy Glide, Knockoff, Taunt, U-Turn. Taunt einfach Anti-Primarine Setup. Ja, Knockoff immer geiler Support-Move, ne? Dann Kennzeichen BTK, Great Task, Rocky Helmet, defensiv investiert, sehr, sehr bulky. 16 Angriff, ich weiß nicht warum, keine Ahnung. Ah, genau, weil ich eine unrunde Zahl haben wollte auf die HP. Und ja, Sales Walk, Raw, Super Cell Slam, Knockoff, super an sich. Great Task für Katapultra. Wolverock, Zwielichtform, Zuelord und Quartermark gedacht. Also quasi alles, gegebenenfalls auch Fuegro, Cramor. Eigentlich nur für die physischen Angreifer. Und ja. Ja, das war's eigentlich so im Groben und Ganzen. Ja, wen wird da mitnehmen? Ich weiß es ja, deswegen. Ich habe mich halt auf alles vorbereitet. Ich denke mal, die unteren beiden wird er jetzt nicht unbedingt mitnehmen. Kobalium halt als Soulwest Support quasi. Halt, sollte eigentlich gut Bock machen. Ja. Ja, Leute. Ja, dann würde ich sagen, viel Spaß in den Kampf, ja. Beim Kampf zuschauen, so dies, das, Ananas. ja, let's go. So, meine lieben Freunde der Nacht. Oh, erstmal Einstellung, alles gemacht. Dies, das, Ananas. Und was hat er dabei? Die ich predicted habe. Dragapult. Mega Bisaflor. Fuegro. Wir gehen unseren Plan. Primarina, Cramor und Porygon Z. So, wir fangen wie gehabt an. Raikou Rhyne, Intimidate. Wir sind gespeedet, gehen hier auf den Call Mind. So, wir gehen trotzdem erstmal hier. So, Raikou gegen Incineroar. Das war krasser Damage, das war offensiver Damage. Sind auf plus 1. Ey, jetzt ist aber... Nee, der ist nicht ganz offensiv. Shit, jetzt müssen wir einfach... Oh, er ist... Okay. Er ist Soulwest. AV. Ist in Ordnung. Ist absolut in Ordnung. AV. Ist er schneller als Goldengo? Nope. Goldengo einfach ein Shadow Ball. Ah, er ist AV, muss ich ja. Ist Soulwest. Make it rain, killed. Thunderbolt killed auch. Goldengo. Wir gehen hier auf Thunderbolt.
gehen hier auf Thunderbolt, gehen raus. Ja. Er kann Bisaflor reinbringen. Dann gehen wir auf Kobalium. Ja. Ein T-Bolt killt, auch wenn der. Oder? Warte, wir haben gerade mit einem plus 1 Thunderbolt von einem Raikyu. Plus 1 Raikyu Thunderbolt. Der ist AV. Der ist AV. Aber wie ist er investiert? Wenn er speziell defensiv ist. Macht Thunderbolt trotzdem ordentlich. Nee, macht. Killt Thunderbolt nicht. Geht er raus? Will er den behalten? Hoffentlich will er den behalten. Wenn er defensiv investiert ist, dann. Ja, und natürlich der Burn. Ne? War natürlich klar, der Burn. Der Burn war klar. Alter. Oh, ich habe hier so viele drauf, ey. Dragon Breeze killt nicht. Gehen hier einfach auf Toxic, denke ich. Warte, killt er mich jetzt mit einem Close Combat? Close Combat, wenn ich auf Roost gehe. Ich bin schneller. Close Combat macht 50%. Wir sind auf 23%. Gehen auf Roost, bekommen Hälfte wieder. Also 50% killt er mich nicht. Geh nochmal auf Roost, ich brauch den halt stark. Boah, wenn jetzt irgendwann gleich ein Crit kommt, ne? Unglaublich, ey. Warum gehe ich nicht einfach auf Goldengo, Alter? Oh, das habe ich schon wieder so verspielt, Mann. Ja, geil, Alter. Bin schon wieder so.
Earth Power killt. Volt Switch auf Dingens ist jetzt die Sache. Volt Switch auf wieder lila. 7%. Der ist physisch defensiv. Er ist physisch defensiv. So, was macht er denn jetzt gegen Great, nee, nicht Greater, Skydreigon. Sludge Bomb. Wir sind schneller. Wir sind auf jeden Fall schneller, denke ich, oder? Ich hoffe. Warum geht er nicht auf? So, was macht Goldengo? Make it rain. Er ist physisch. Er ist noch nicht mal mega, ne? Er ist noch nicht mal mega. Er ist nicht gemegert. Make it rain ist hier for free. Hat der ein anderes Item drauf? Earth Power. Phantom Force. Da gehen wir jetzt einmal auf die Stealth Rocks. Und ich würde sagen, wir gehen einmal auf Knockoff. Dragon Fang. So, ich muss jetzt einen sterben lassen. Den brauche ich nicht mehr. Boots. Denn es war ja auf jeden Fall Specs. Oder? Nee, Rocky Helme, du. Nee, doch nicht. Volt Switch auf Rillaboom. Okay. Er ist Primarina, das ist Sold West. Nee, ist nicht. Er hat Non-Item. Goldengo, make it rain, killed. Und wir sind schneller. Make it rain, killed. Er kann. So, Fuego, den. Wir gehen hier raus. Leftovers. Goldengo.
gegen Corvi Knight. Ja, war das offensiv? Speziell defensiv? Boah, 2-0 Sieg, wie geplant. Eigentlich unnötig, aber ja. Leute. Ja. 2-0 gewonnen. Ich weiß nicht, Bisoff verlor, warum er den nicht gemegert hat, wundert mich tatsächlich. Hat mich echt gewundert. Ja, wie eigentlich so wie geplant, was ich machen wollte. Ja, Raikyu, dass er so viel Schaden nimmt, habe ich jetzt nicht mitgerechnet. Ja, vielleicht doch einfach anders spielen sollen. Doch vielleicht Offensive mit Live-Orb oder so. Ja. Aber, ja, ich hätte Goldengo den Kill geben können, klar. Oh, hätte ich eigentlich auch machen müssen. Aber, Greatas war hier mit Beulenhelm. Ich hatte gegebenenfalls immer noch mit Goldengo revengen können. War ganz gut so. Ja, 2 Kills für Goldengo, 2 Kills für Great Task. Ja. Wie geplant. Ja, Rillaboom. Ja, gut, stimmt. Ja, ich habe jetzt mit den Eisstrahl aber jetzt nicht. Hatte ich jetzt gar nicht auf dem Schirm. Klar, ne, natürlich. Aber ich hätte. Was hätte ich machen können? Ja, U-Turn, aber dann hätte ich irgendwo einen Eisstrahl gefressen. Unnötigerweise vielleicht. Ja, ich hatte halt auch ein bisschen Angst vor, dass das wirklich ein Bulky Primarine Call Mindset ist. Na, hätte dann auch richtig nach hinten losgehen können. Aber Leute, ja, in dem Sinne, haut rein, bleibt gesund und ciao.